weißt du. Hä, das ist doch nicht schlimm. Ja? Okay, Leute, es ist wirklich endlich der Tag, an dem wir gemeinsam die erste Fahrt mit der neuen XC, mit der neuen umgebauten XC machen werden. Sie steht gerade hinter mir. Ja, das heißt, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann werdet ihr sie sehen. Moment, ich verdecke jetzt einmal kurz die Kamera. So, jetzt, wenn ich meine Hand wegnehme, dann seht ihr einfach das neue Bike. Dann seht ihr das einfach. Eins, seid ihr ready? Oh. Schlecht. Alter, das ist einfach meine neue EXC, mein neues Bike. Ich kann das gar nicht so richtig glauben. Ich habe wirklich alles daran verändert, was man verändern kann. Wirklich alles. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil wirklich so viel verändert ist. Jetzt haben wir heute leider Kackwetter. Alles war clean. Ja, das ist ja einfach direkt schmutzig. Viele haben sich gewünscht, dass ich einmal auf alle Änderungen eingehe, weil sie selber an einem Supermoto-Umbau interessiert sind. Deshalb werde ich jetzt versuchen, im Schnelldurchgang einmal alle Umbauten zu zeigen und auch zu sagen, was sie gekostet haben. Ich bin gespannt. Das Bike ist eine KTM XC 24, 6 Days. Kostet, ich glaube, so 11. 12, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Und ich sage euch jetzt auch einfach einmal, wo ich diese ganzen Sachen bestellt habe. Dann könnt ihr es theoretisch, wenn ihr mal selber eine Supermoto bauen wollt, auf denselben Seiten kaufen, wie ihr möchtet. Ist jetzt hier unbezahlte Werbung und so. Fangen wir doch einfach mal mit dem Dekor an. Das ist mein einziger Kooperationspartner in dem Sinne, von dem ich auch was bekomme. Das habe ich selber designt. Gedruckt wurde es von A-Rider. Falls ihr selber Bock auf ein Dekor habt, gibt es sogar einen Rabattcode, SIKI10, mit dem ihr 10% sparen könnt. Das Fahrwerk ist ein Supermoto-Fahrwerk von Powerfor Suspension. Diese schöne Bremsanlage. Ich habe eine komplett neue Motomaster gekauft und zwar mit der neuen Pumpe. Alter, ist das eine geile Bremse. Kann man eintragen. Hier gibt es nämlich eine KBA-Nummer, ein Kettenrad von Motomaster und eine Bremsscheibe hinten von Motomaster. Die Felgen sind von NGR, quasi wie meine alten, aber einmal komplett fresh. Halb in schwarz, halb in neon-orange. Bei NGR könnt ihr auf der Webseite selber Supermoto-Felgen konfigurieren. Steht auch immer ein Preis dabei. Natürlich wieder jede Menge Carbon-Teile von CMT. Die N-Kappe, Tankabdeckung, Spritzschutz, Kettenschutz. Kommen wir jetzt zum allerkrankesten Feature. Und zwar wurde der komplette Motor in schwarz bzw. dunkelgrau beschichtet. Der Motor ist eigentlich so silberfarben. Und hier der Zylinder an sich habe ich in so einem Bronze-Goldton. Sieht irgendwie so ein bisschen nach Tuning aus, wisst ihr? So ein bisschen gefährlich. Und zwar musste ich dafür den kompletten neuen Motor in jede einzelne Schraube zerlegen. Das habe ich zusammen mit einem Kumpel gemacht. Kuss geht raus an der Stelle, Jan. Das Ganze hat Schichtwerk für mich gemacht. Super korrekte Jungs. Der Kühler, ihr seht hier, komplett schwarz. Wenn auch ihr irgendetwas beschichten lassen wollt, die Instagram-Seite, schreibt den Jungs einfach mal. Es sieht so nice aus. Zum allerletzten an diesem Bike, was ich verändert habe, und das war auch mit der meiste Aufwand, die hat eigentlich einen orangenen Rahmen. Dieses Motorrad hat keinen orangenen Rahmen mehr und auch keine silberne Schwinge mehr, weil beides Pulver beschichtet wurde, und zwar unter PK Pulver Design. Von dort habe ich auch diese schönen Sturzpads hier einmal vorne und einmal hinten. Ja, da könnt ihr auf die Webseite gehen und wirklich so schauen, einzelne Teile Pulver beschichten lassen. Dann wisst ihr nämlich auch, wie teuer das ist. Ja, und wir werden jetzt einfach gemeinsam mit diesem Motorrad fahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Das erste, was wir machen werden, ist diese Folie abzuziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass ich mir irgendwann mal ein neues Motorrad kaufen könnte. Mit diesen ganzen Umbauten. Alter, das ist so crazy. Wir müssen auch noch ein bisschen einfahren. Du hast einen ganz besonderen Hoodie an. Und zwar der Miami Hoodie, den es am 9.12. bei Above Usual geben wird. Ey! Hallo, hör auf, ja. Mann, Maurice! Lass es doch, was soll das? Das war schon ab! Nein, das war nicht doch. Ab! Das war schon halb ab! Nein, das war nicht ab! Ey, die gehen alle ab, guck doch! Ja, dann lass es doch dran, solange die noch dran sind! Ja, okay, ich mach den wieder dran. Hm? Och, Mann, Maurice! Joe! Joey, me! Papa, die mobben mich! Hallo, komm, wir lassen Joe mal... Hör auf jetzt! Du hörst jetzt auf! Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, bei 37 Kilometern sind sie eingefahren.
grün. Guck mal, David, ist grün. Mach mal. Guck mal, der fährt einfach nicht an die Straße. Ja, ich hab gesagt. Aber das Pech ist auch voll auf seiner Seite. Es ist ganz weit rot, der guckt runter, es wird grün. Ja, eine Sekunde gucke ich runter. Geil, so, jetzt machen wir uns das hier mal bequem. Also, mit dem Auspuff kommst du niemals lebend aus einer Polizeikontrolle. Was? Komm, jetzt machen wir Vollgas. Boah, Junge, ich hab mich voll erschrocken. Vor allem, da steht, für gute Aussichten. Die Aussichten. Was? Noch nie so eine schöne Aussicht gehabt, wirklich. Daria ist auch on the way zu den... Das schaffe ich nicht. Doch, Leute. Ach, Joy, du schaffst das schon. Wie oft hast du das schon gesagt, dass du es nicht schaffst? Ich hab's geschafft. Ja, da ist sie. Siehst du das so gar nicht? Das wäre so witzig. Ja, die hatten es doch nicht gesehen. Sie fährt einfach weiter. Ist Stress? Abgewehrt. Bitte schlagen Sie mich nicht, bitte nicht. I missed you. Kannst du tanzen? Okay, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mal damit fahren möchtest. Dann sagen sie jetzt, ja, ich will. Ja, ich will. Ich hab echt Angst, mit der neuen umzukippen. Versuch nochmal. Ich muss dann auch nichts bezahlen, wenn die umfällt. Mit Umfallen kennst du dich ja schon aus. Glaubst du eigentlich, Bikes haben Gefühle, also die verstehen einen? Ja, safe. Echt? Ja. Ich liebe sie. Ja, hallo. Ah, hier können wir trinken, ne? Ja. Erstmal ein Bierchen reinzischen. Ja, nicht Bierchen unbedingt, aber... Ja, dann. Hey Daria, du hast ja polnische Gene, ne? Ja. Wenn man an so einem Motorrad jetzt vorbeiläuft, ne? Werden die dann eigentlich getriggert oder nicht? Die getriggert. Also denkst du dir dann so, klaue ich jetzt oder nicht? Jedes Mal. Jedes Mal? Digga, Daria klaut Sachen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hab das letztens gesehen bei Olli. Olli Führerschein. Oh mein Gott. Hallo, kann Fänger nicht essen, okay? Doch. Wie alt bist du? 19. Wie alt bist du? 30. Ja. 30 und 19, frei nach dem Motto Break Rules. Junge, weißt du, das Ding ist, eigentlich zucke ich nicht, ne? Aber das Ding ist, bei dir muss man zucken, weil aus Versehen passiert dann immer was. Junge, die hat mal mit so einer Metallstange, ne? Macht die ganze Zeit so vor meinen Augen so, ne? Da passiert nichts. Ich so, hör auf damit. Ist auch nichts passiert. Lass mich reden. Und sie so, da passiert nichts, da passiert nichts. Immer so vor meinen Augen. Sie so, guck mal, wie du zuckst, guck mal, wie du zuckst. Dann, ich bin so auf meinem Bike oder so, ich höre so im Hintergrund Julian so, aua! Dann hat die dem ins Auge gestochen. Nein! Hä, wo laberst du? Du warst gar nicht dabei. Einfach nur gegens Gesicht gehauen. Das hätte auch das Auge sein können, weißt du? Und dann sagt die, guck mal, du zuckst. Ja, weil bei ihr muss man auch Angst haben. Ja, ja. Scheißegal. Boah, Digga, Alter. Geistesgestört. Junge, du hast ein Auto hinter dir. Ey, wenn ich ein Tier wäre, ne? Welches Tier wäre ich dann? Ein Erdmännchen. Ich finde diesen Zaun hier super, jetzt kommt man hier nicht mehr rein. Hey, warum fahrt ihr jetzt alle hier rein? Was macht ihr? Ich bin Joy und ich schlag gern zu. Um. Junge, Joy ist das beste Beispiel für häusliche Gewalt von Frauen. Alter! Also das würde ich mir ja nicht gefallen lassen, aber ja. Schlagen ist deine Disziplin, Joy. Das haben wir doch gerade schon geklärt. Ich bin nicht aggressiv. Krank, Alter, schrei mich nicht so an. Junge, der eine Spiegel, Blinker von Daria. Also was zu meinem Blinker? Der hängt so ein bisschen runter. Ne? Ich dachte, du wärst es nicht. Gib's mir. Ja, yeah, oh mein Gott. Hallo. Was ist mit Daria los? Wir sind hier in einer Stadt, wo nur Ökos leben. Komm gleich aus ihren Häusern raus und verkloppen dich mit Karotten. Oh, Alter! Junge! Ja? Da sehen wir. Da ist er. Jetzt kannst du hier ein Moped hinstellen und dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Hä? Alle im Rennen! Ach so! Nichts passiert! Ich hab die ganze Zeit auf Joy geguckt, weil ich dachte, Joy fällt um. Nein, Daria fällt um. Ich meine nicht. Anscheinend verwechselst du. Hier durchgekommen. Anscheinend kannst du mal aufhören zu schreien. Mann, ey, wir können auch nichts dafür, dass du so klein bist. Fahr doch einfach rechts da durch. Nice. So, Füße drauf, ich schieb dich. Nein. So. Der Stöpsel ist ein beleidigter Stöpsel. Nein, lass mich runter. Nee, Joy, setz dich jetzt hier drauf. Ich schieb dich, das ist eine Ehre. So ein Fahrradschieb. Warte doch mal. Warum geht der gerade alle auf mich? Ey Minion, chill. Ich bin klein, ich bin aggressiv, was wollt ihr von mir?
El Stöpsel. Haben Sie gute Laune? Mm-mm. Warum nicht? Ich weiß, dass ich klein bin. Ihr müsst das mir nicht die ganze Zeit sagen. Ich fuck das ja selber ab. Hä? Das ist doch nicht schlimm. Komm jetzt, wir fahren jetzt weiter, Minion. Komm. Genau, komm, trag die mal auf die Supermoto drauf. Setz sie auf die Sumo drauf. Ja. El Minion, es geht El nicht. Supermoto. Und Joyce kriegt sich auch wieder ein. Was, warum kriege ich jetzt Mittelfinger? Hä, Mädels? Einmal Leonardo das Cabrio. Herkomm, ich habe hier meine zwei neuen Above Usual Models. Das ist der wunderschöne Zipper. Und sogar die Handschuhe. Und sogar das fucking T-Shirt. Und dieser schöne Pulli. Diesen Zipper könnt ihr vorbestellen. Und zwar beim nächsten Shop-Opening am 9. Nicht schlecht.